Hey Kinders und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Kingdom Come Deliverance und jo, wir gehen mal jetzt hier runter. Holy moly. Guck an. Ja. So, zu Diensten, Herren. So, wir haben nämlich ein Diadem in Sasau abzuholen. Das wollen wir mal jetzt machen, ne? So, da drin ist der Bub. Ist er hier oben oder was? Ah ja. Hey, Heinrich! Ehrenwerte Grüße. Wie kann ich dienen? Die Herren von Thalberg. Die Herren von Thalberg schickt mich. Sie möchte wissen, warum ihr Diadem noch nicht fertig ist. Wir tragen daran jedenfalls keine Schuld. Wir hatten einen großen Edelstein bestellt, der das Diadem zieren sollte. Einen schönen Moldavit aus Südböhmen, der in Prag geschliffen wurde. Aber nun, ja. Kurz gesagt hat sich der werte Händler Martin Fizek, der ihn aus Prag herbringen sollte, unterwegs wohl verirrt. Er ist wie vom Erdboden verschluckt. Das wird Herrin Stefanie nicht gefallen. Wir hätten hier einen Stein, womit wir den Moldavit ersetzen könnten. Aber bestimmt kannst sogar du erkennen, dass er einer noblen Vermählung nicht würdig ist. Und auch nicht unserer gehobenen Handwerkskunst. Gäbe es doch nur jemanden, der den Moldavit aufspüren könnte. Warum fragst du nicht einfach? Ich mache mich auf die Suche. Sag mir, wo der Kerl zuletzt gesehen wurde. Dieser Kerl ist kein geringerer als der ehrbare Händler Martin Fizek. Zuletzt wurde er westlich von hier gesichtet, als er die Sasau entlang ritt und den Steg über die Furt passierte. Offenbar kam er nie hier in Sasau an. Gut, ich werde ihn suchen. Aber inzwischen könnte er auch über alle Berge sein. Oder unter der Erde. Ja. Das stimmt. Guck mal an. Ach, hier sind, sehr viele Kisten und so weiter. Oh, ich werde bei Zeiten werde ich einfach mal hier so lang sneaken und die ganzen Häuser auseinandernehmen. So, wo müssen wir denn hin? Aha, okay. Dann reiten wir da mal hin. Sollte jetzt nicht zu schwer sein, die Furt zu finden, oder? Eine Rinderherde. Oh, wir haben lange keinen Taschendiebstahl mehr gemacht. Der gemerkt hat, dass ich ihn beklaut habe. Schon übermorgen. Oh Mann, ey. Warum bin ich zu Fuß weitergelaufen? Ist doch weiter als ich dachte. Interessanter Ort, ja.
Ach, guck an, da ist der Wagen. Hier wurde der doch hingeschliffen. Wo sind die denn? Gehen wir von hier. Ich sehe gerade keinen. Ich höre aber jemanden. Ich möchte nicht so blindlings jemanden reinlaufen. Aha. Da unten sind also zwei Leute. Stehen sogar mit dem Rücken zu mir. Krieg ich einen von denen? Nee. Bleiben einfach stehen. Das gibt's nicht! Immer so. Ah, jetzt kommen sie dann doch. Alarm! Schlag Alarm! Seid vorsichtig! Hä? What the fuck? Mehr hast du nicht drauf? Schwarzer Schild, plündern. Was haben wir denn da? Nichts Besonderes eigentlich. So, bleibt noch der andere. Also mit dem Bogen hat er wieder wunderbar funktioniert. So, wo ist der andere hin? Ach, der sitzt da noch ganz fröhlich. Okay. Ja, dann werden wir den jetzt sneaky sneaky von hinten killen. Oh ne, der ist zu weit nach links gedreht. Hier können wir noch. Yes. So. So, plündern. Was habe ich für einen Bogen? Kumanischer Bogen. Oh, guck mal, hier ist ein Silberring.
Spitzpfeile. Die nehme ich mit. Den Rest kannst du behalten. Wie sieht's eigentlich mit meinem wieder mal 76, ne? So. Was war das jetzt? Sieht aus wie ein Penis, diese französische Altarkerze. Da ist er, der Moldavid. Silberkelch. Glaskelch. Was machen die denn eigentlich mit dem ganzen Stoff? Naja, soll mir egal sein. Gehen wir mal wieder nach oben. Ja, hier. Aber brauchst nicht pfeifen, wenn das Pferd vor dir steht, ne? Na, du schon wieder. Da wurde die Matrix geändert. Er ist wieder zurückgekehrt. In seinen alten Platz. So, wir haben den Moldavid. Das ist Florian. Der Moldavid, über den wir sprachen. Ja, gibt es etwa Neuigkeiten? Natürlich. Ja, ich habe Händler Fizek gefunden. Eigentlich eine gute Nachricht, doch warum sehe ich ihn nicht an deiner Seite? Weil es eine schlechte ist. Er ist tot. Heilige Maria! Er war ein guter und respektabler Mensch. Ich werde für ihn beten. Wie dem auch sei, lass mich einen Blick auf den Stein werfen. Natürlich. Hier ist er. Ausgezeichnet. Er sieht unversehrt aus. Ich mache mich an die Arbeit. Morgen Abend kannst du das fertige Diadem abholen. Ja, wenn es weiter nichts ist. So. Jetzt müssen wir nach Ratai. Mal wieder. Ah, die üblichen Räuber sind nicht da.
abends immer vorbeilaufen. Wie geht es dir, Heinrich? Danke, gut. Kessel zum Kochen, Körbe für den Einkauf und Fackeln für die Nacht. Ich habe alles. Na, dann ist er es. Nee, auch nicht. Ja, dann wird er es wohl sein. Ah, der Konrad Hagen halt. Allmächtiger, ist dir etwas zugestoßen? Hat dir jemand deine feinen Kleider geraubt? Herrin Stefanie von Thalenberg schickt mich um. Und was will sie? Feine Stoffe aus Venedig, exquisite Gewürze aus Arabien oder deutsche Juwelen? Wein. Guten Wein. Ah. Ah. Obwohl auch Bier ginge? Als Geschenk für die Hochzeit einer Edelfrau? Wohl kaum. Dann haben wir ein Problem. Ich habe das letzte Fässchen Wein als Hauptpreis für den morgigen Bogenschießwettbewerb weggegeben. Mist. Kann ich am Bogenschießen teilnehmen? Natürlich. Geh zum Schießplatz. Oberhalb von Ratai. Kann ich diesen Wein denn nirgendwo sonst auftreiben? Leider nicht. Ich habe das alleinige Recht, diesen besonderen Tropfen zu verkaufen. Niemand sonst in der Region hat ihn vorrätig. Na gut. Und wenn ich den Wettbewerb verliere? Dann wirst du den Gewinner überzeugen müssen, sich von seinem Preis zu trennen. Ich schätze, ich werde mir etwas überlegen müssen. Tut mir leid, dass ich nicht mehr für dich tun kann. So, lass uns mal gerade handeln. Verkaufen da. Du bist ja relativ reich. Was kann er mir denn geben? Oh, eigentlich nix. Besprechen wir den Preis. Nun, versuchen wir's. Sind wir uns einig? Das ist zu viel. Ach komm. Endlich eine vernünftige Summe. Ja, geht doch. So. Haben wir noch ein bisschen mehr Geld bekommen. Der Bogenschießstand von Ratai ist ja direkt hier oben. Dann latschen wir da auch mal gerade hin. Schon vorbeigelaufen? Nee, ne? Ah, ne, hier. Hallo, Heinrich. Hi. Was benötigst du? Mir kam zu Ohren, es gäbe einen Bogenschießwettbewerb und erlesenen Wein als Hauptpreis. Das ist richtig. Ich habe den besten Wein der Provinz gekauft. Ich will teilnehmen. Kennst du die Regeln? Leider nicht. Du schießt mit 7, 13 oder 21 Pfeilen, je nachdem, gegen wen du antrittst. Das Stroh ist einen Punkt wert, der weiße Ring 2 und die Scheibenmitte 3. Wer zuerst fertig ist, bekommt 3 weitere Punkte. Die Runde endet, wenn alle geschossen haben. Wer die meisten Punkte hat, gewinnt. Es ist üblich zu wetten, damit es spannender wird. Je besser deine Kontrahenten sind, desto höher ist der Wetteinsatz. Gut, das klingt alles einleuchtend.
Eine Sache noch. Bleib hier, solange der Wettbewerb im Gange ist. Und schieß ausschließlich auf die Ziele. Sonst bist du raus. Verstanden? Verstanden. Gut. Hier hast du ein paar Pfeile. Du kannst auch deine eigenen verwenden. Ich rufe dann schon mal deine Konkurrenten. Oha. Oha. Ja, der eine ist gar nicht mal so schlecht. Daneben. Boah, ey, der zieht aber auch an. Ach, scheiße. Oh, ey, oh, ey. Der ist auch echt krass gut, also. Muss man ihm lassen. Punkte. Hey, Heinrich kommt uns besuchen. Dumme ist jetzt, Nimm dies. Danke, du barmherziger Samariter. Was legst du ihm denn da hin? Du hast überhaupt kein Geld mehr. Ach, was komm. Was brauchst du? Hm. Glückwunsch zu deinem Sieg. Danke. Ich werde mit Freunden darauf trinken. Ja, also, was das angeht, du bevorzugst doch sicher Bier, nicht wahr? Nein, nicht wirklich. Bier bekomme ich in jeder Schenke, aber kein Wein ist wie dieser. Ja, nur leider brauche ich deinen Wein. Nie im Leben. Ich habe ihn gewonnen. Du willst doch Herren Stefanie von Thalmberg und ihren Boten nicht enttäuschen, oder? Herren Stefanie, sagst du? Die habe ich schon immer gemacht. Wenn das so ist, nimm das Fässchen und grüß sie schön von mir. Also habe ich ihn doch noch bekommen. Das ist ja schön. Was haben wir denn da? Das ist doch mal geil. So, Taschendiebstahl. So, herrlich. Wie sieht's denn aus mit dem Hunger? Ja, jetzt könnten wir echt mal wieder was essen. Dann tun wir das gerade noch.
Ja. Ja gut, dann machen wir das beim nächsten Mal und dann reiten wir zurück. Wir sehen uns einfach in Sasau. In Sasau mache ich die nächste Aufnahme und dann gucken wir mal, was bei rumkommt. Ich will aber eigentlich noch nicht. Eigentlich will ich das in einem Stück durchziehen. Na komm, wir ziehen es in einem Stück durch. Und wenn es 5 Jahre dauert, das ist egal. So, ich will hier einmal kostenlos essen, bitte. Da. So. Dann geht's jetzt zurück hierhin. Wir machen mal als Wegpunkt hier hinten. Einfach aus dem Grund, weil wir noch gerade ins Bad wollen. So, back in Sasau. Echt gespannt. Ich möchte etwas bestellen. Aha. Und was darf's sein? Es heißt, hier gäbe es nette Mädchen. Du wirst es nicht bereuen. Geil. Das ist wirklich kostenlos. Jetzt haben wir natürlich mitten in der Nacht. Aber ist nicht schlimm. Es hat nämlich jetzt auch was Gutes, dass es mitten in der Nacht ist. Ich könnte mich hier das mal knacken. Haben wir denn da? Ach. Ist jetzt
jetzt nicht gerade so die Welt. Komm, wir stehlen dich mal. So. Kann ich das jetzt hier aufschließen? Ah. Okay. Brauche ich wahrscheinlich echt für einen Auftrag auch noch. Hirschleder. Aber man weiß ja nie, wofür man das ganze Leder noch gebrauchen kann. So, das Leder geben wir mal alles in die Satteltasche. Hier pennt keiner mehr, okay. Boah, jetzt, Boah, langsam genug Leder, ne? Oh, da ist auch noch mal Geld drin. Da ist nichts mehr. Auch nicht. Okay. Sehr schön. Dass wir nicht so alles machen können. Hey, Heinrich kommt uns besuchen. Ja, besuchen ist vielleicht ein bisschen hochgestochen. Ey, die sind hier noch am Arbeiten, meine Fresse. Setz dich mal, Heinrich. Wir ruhen jetzt mal ein Weilchen aus. Und zwar bis dahin. Die sind jetzt auch schon. Gut, danke. Ah, er ist schon an der Arbeit. Ich hoffe, ich kann dir zu Diensten sein. Ich will das Diadem abholen. Ist es fertig? Ich sagte doch, ab wann du das Diadem abholen kannst. Es ist noch nicht so weit. Ja, hier darf ich mich nicht setzen, okay.
der geht da hinten oben sich bestimmt umziehen. Warte mal. Ha! Siehst du? Hab's doch gewusst. Ganz schön unaufgeräumt hier. Also egal. So. Wir müssen uns setzen. Und dann wieder die Zeit totschlagen. Machen das bis hierhin. Dann reiten wir runter, gehen nochmal zum Badehaus. Kostet uns ja nichts. Oder ist ihm das schon Abend genug? Also wenn das Abend genug ist, wäre ja richtig geil. Aha, es ist ihm schon Abend genug. Perfekt. So. Das ist schon wieder der Florian. Wieso bekomme ich immer nur Florian? Ich will das Diadem abholen. Ist es fertig? Ich halte mein Wort. Natürlich ist es fertig. Hier, bitte. Gott sei Dank hast du den Moldavid gefunden. Ohne ihn wäre es nicht halb so schön. So, genau das hatte ich vor. Zu der Herren. Ah, da ist ein Topf. Oh, sauber. Richtig gut. Sattheit. Kriegen wir direkt auch hoch hier. So. Dann einmal den aufs Pferd gestiegen. So. Jetzt noch. Ach je. Da reitet der einfach durch den Fluss, ja. Ignorieren. Und einmal quer durch die Mühle. Ah lol, die Wolke kommt halt wieder. So. Hör mal auf zum Motzen, ey. Ich mag hier die kleine Burg. Die ist echt schnuckelig. Er ist wieder am Beten. Willkommen, Heinrich. Gott schütze dich. Kann ich dir helfen? Ich habe das Pferd, Herrin. Wie wunderbar. Es gab hoffentlich keine Schwierigkeiten. Kaum. Der Hengst ist ein wenig wild, aber letztendlich bin ich mit ihm fertig geworden. Dann ist es ungeeignet. Sophie kann kein ungehorsames Pferd gebrauchen, das die Hochzeit ruiniert. Es gibt einen Trick. Wenn man ihm vorsingt, beruhigt es sich. Singen? Für ein Pferd? Genau. Ich habe für das Pferd gesungen, Herrin. Dann musst du mir aber auch etwas vorsingen. Herrin, ich weiß nicht, ob... Damit ich weiß, wie man das Pferd beruhigt. Mach schon, sing. Unter unserem Apfelbaum zwei Rösser grasen zuweilen. Das eine gescheckt, das andere braun. Welches soll ich hier zeigen?
Wem fragst du, ja wem fragst du? Meiner Liebsten ruf ich dir zu. Oh, wie wunderbar! Es überrascht mich nicht, dass deine schöne Stimme das Pferd beruhigt hat. Naja, ich überlege mir, was wir wegen des Pferds unternehmen. Hab Dank, Heinrich. Ich bringe dir das Diadem vom Meistergraveur. Heinrich, du bist ein Schatz. Sieh nur, der Moldavid. Ist er nicht schön? Sophie wird aussehen wie ein Engel. Was wollte ich noch? Ich bringe dir den Wein. Wunderbar, wunderbar. Was wäre eine Hochzeit ohne guten Wein? Stell ihn hier irgendwo ab. Ich werde später nach einem Diener schicken. Ich hoffe, es gab keine Schwierigkeiten. Schwierigkeiten? Dieses Wort kenne ich nicht. Trag nicht so dick auf. Kann ich noch etwas für dich tun? Nein, du hast wahrlich genug getan. Es ist Zeit für eine Belohnung. Das ist nicht nötig, Herrin. Dass du mir deine Zeit schenkst, ist Belohnung genug. Ach, Heinrich, sei nicht so bescheiden. Ich bin dankbar für deine Dienste und auch für deine Gesellschaft. Aus diesem Grund möchte ich dir etwas schenken. Dieses Hemd gehörte meinem Vater. Er war ähnlich gebaut wie du. Breite Schultern, starke Brust. Es sollte dir passen. Aber das kann ich nicht annehmen. Es ist zu wertvoll. Eben deshalb werde ich es nicht den Motten überlassen. Meinem Mann passt es nicht und ich wüsste niemanden sonst. Außerdem, wenn du uns wieder verlässt, möchte ich, dass du etwas hast, das dich an mich erinnert, damit du mich nicht vergisst. Dich könnte ich nie vergessen, Herrin. Nun, würdest du es zumindest anprobieren? Was? Jetzt? Warum nicht? Keine Sorge. Ich drehe mich auch um. Und wenn dein Mann hereinkommt? Wird er nicht. Und auch sonst niemand. Na gut. Es ist wirklich schön, dich hier bei mir zu haben. Ich sehnte mich so lange nach jüngerer Gesellschaft. Offenbar hat Gott meine Gebete erhört und dich zu mir geschickt. Ich bin fertig. Das steht dir ausgezeichnet. Du siehst aus wie ein feiner Herr. Als ich ein kleines Mädchen war, hatte ich immer viele andere Kinder und junge Erwachsene des Hofes um mich. Ich war so glücklich. Ich dachte, dass das für den Rest meines Lebens so bleiben würde. Aber Gott hatte andere Pläne für mich. Hast du und Herr Divisch keine Kinder? Nein. Nein, leider nicht. Es war uns nicht vergönnt. Schon zweimal trug ich ein Kind in mir. Aber beide starben. Und nun fürchte ich, gibt es keine Hoffnung mehr. Herrin. Vergib mir, Herrin. Das war falsch. Ist schon gut. Eieiei, der Held. Ich wieder meine normalen Klamotten an. Oh, warte mal. Ich habe wieder meine normalen Sachen an. Sehr, sehr, sehr schön.
Perfekt. Na gut. Dann habt ihr jetzt gesehen, was passiert, ne? Gut, beim nächsten Mal kümmern wir uns wieder um, um Hamanna. Hole the Geist, das können wir gar nicht. Ja, bringen wir davon, wie es Matthias und Fritz geht. Die zwei tun nicht gut. Wildschweinhaut. Müssen wir auch noch machen. War ich auf meinem Pferd nicht mehr als nur einmal Wildschwein? Wildschweinleder. Ja, oh, fünfmal. Okay. Das können wir morgen dann abschließen und dann gehen wir zu Fritz und Matthäus. Na gut, bis dahin dann. Ciao.